Oh, hallalalöchen. Damit herzlich willkommen mal einmal wieder hier zurück zum Motorradmechanik Simulator bzw. Biker Garage Simulator. Wie man das auch immer nennen mag, per Seele. Ja, gucken wir uns mal den nächsten Auftrag an. Steht ja noch ein bisschen was aus. Drei, um genauer zu sein. Immer so ein Standardauftrag und dann immer hier diese etwas größeren Aufträge. Eine Shopper Black wäre es dann diesmal. Würde ich wohl einfach gleich mal so auswählen, wie es ist. Wenn ich sie denn finde, ach hier, Shopper Black, wunderbar. Gehen wir wieder hier rein. Hier fehlt so einiges. Keine Reaktion beim Drehen des Zündschlüssels, Motor überhitzt, Motorrad fehlen Teile, schlechte Performance, Aufhängung schlecht. Ja, man kann nur einfach sagen, es geht gar nichts. Ja. Ich glaube, das wäre einfacher, als wie zu sagen, ja, es geht ein bisschen was nicht. Wir einigen uns einfach mal darauf, dass gar nichts geht. Das Schöne ist aber auf jeden Fall schon mal. Weg damit. Dass die Reifen soweit in Ordnung sind. Ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und die Bremssattel sehe ich jetzt gerade gar nicht. Kaputte Teile 11. Fehlende Teile 23. Naja. Die kaputten Teile sehen wir ja hier schon mal mehr oder weniger. Das Luftding hier wird das nächste Problem sein. Wunderbar, warum hier nichts geht. Hier müssen wir ein bisschen größer arbeiten, wie das mir hier aussieht. Oder es ist einfach nur der Dämpfer. Es war einfach nur der Dämpfer hier hinten zum Abbauen. Sehr gut, Rücklichter sind im Eimer. Kann man auch unschwer erkennen. Wunderbar, Sitz fehlt, das sehe ich ja per se hier so. In Kette und Dings, das passt soweit auch alles. Gehen wir mal weiter vorne in den Bereich rein. Da haben wir, naja, es fehlt einmal der komplette Lenker, würde ich fast behaupten. Wir haben noch fünf kaputte Teile: Batterie, Bremsschlauch hinten, Bremspedalschlauch, Kühler und die Schwinge ist auch im Eimer. Ja, das ist natürlich unschön, unschön, unschön. Aber Bremsschlauch hinten kaputt. Heißt aber dann auch im Umkehrschluss mehr oder weniger erstmal, ich muss mal hier zusehen. Kotflügel hinten, das klebt wieder alles hier irgendwie so an sich zusammen, wie das mir hier erscheint. Da müssen wir erst wieder irgendwas anderes wegmachen. Unschön. So, Bremsschlauch hinten, das werden wir hier einmal wegmachen. Ach, hier haben wir die Batterie. Gut, haben wir die Batterie noch weg. Bremsschlauch hinten, Kühler und die Schwinge liegt da bei 21%. Da hinten ist die Schwinge. Jetzt kommt halt nur darauf an, was muss denn hier erst wieder abgebaut? Ach ja, hier oben dieses wunderschöne Steuerungsteil. Dann geht das auch ganz normal weg. Wunderbar. Ja, die Schwinge ist es definitiv. Machen wir das erstmal weg hier. So, das Ganze müssen wir natürlich auf der Hinterseite genau noch so machen. Ja, ist ja schon Bremsschlauch hinten weg damit. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Bremsbalken hier rauskriegen. So. Dass wir das alles so wunderschön abschrauben können. Ja, Hinterrad muss noch raus. Und das da oben muss noch mit weg. Erst dann kriegen wir es wirklich weg. Wunderbar. Aber hier fehlt immer noch was. Nehmen wir das noch ab hier. Die Pumpe. Ne? Jawohl. Wunderbar. Würde ich sagen. Wunderbar. Dann versuchen wir das mal zu reparieren, was wir reparieren können. Und dann können wir auch mal die Teile gerne verkaufen. Ist ja auch kein Problem. 65%, das hat sogar geklappt. Das leider nicht. Ne. 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 Tja, wäre ja dementsprechend auch zu einfach gewesen. Wäre viel zu einfach gewesen per se. Aber Evas konnte man retten. Der Rest war dann eher. Ja, wie soll man sagen? Eher schwer. Am Moment, wir haben den Kühler noch. Der fehlt uns noch in der Demontage. Das ist das Teil hier vorne, das kann man auch einfach so abbauen. Gucken, vielleicht kriegen wir den noch repariert. Wir müssen halt mindestens über 60% kommen. Ansonsten, ne, den kann man so erst gar nicht reparieren.
Naja, dann ist es halt so, wie es ist. Gehen wir auf Teile kaufen. Gehen wir auf Kühler. Mal so ein bisschen was hier gemerkt haben. Schwinge. Dann haben wir Brems Sattelschlauch hinten könnte sein. Das war Bremsschlauch vielleicht per se selber. Dann haben wir diesen Quick Shifter. Ich weiß nicht, Quick Shifter oder Quick Shifter Pedal, was es genau war. Müssen wir nach und nach nochmal gucken. Wir gehen aber erstmal hier wieder auf Montage. Und, ach so, ja, Auspuffrohre war ja auch noch, inklusive Dämpfer. Auspuffrohre. Dämpfer links, Dämpfer rechts. Okay. Das weiß ich auf die Schnelle gar nicht, um ehrlich zu sein. Wollen wir mal gucken. Bauen wir erstmal die Auspuffrohre wieder dran. Dann kommt die Schwinge mit dran. Wunderbar, dann kommt das Hinterrad mit dran. Na, kommst du her? So. Kümmern wir uns erstmal wie immer ums Hinterrad. Danach bauen wir uns nach vorne durch. Solange das ja alles 100% hat, ist das auch nicht das Problem. Ja, geht das hier rein? Wunderbar. So. Ah, da, hier die Fußraste rechts. Ne, okay. Ich dachte, die hätte geklappt. Irgendwas hat auch auf jeden Fall geklappt. Irgendwas war über 60%. Oh, Fußraste hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal nochmal hier. Batterie. Ach stimmt, die Batterie war ja aber per se kaputt. Die war ja nicht nur leer, die war kaputt. So, aber neu gekauft ist ja alles schick schön. Müssen sie trotzdem erstmal aufladen. Vorher war das nämlich nicht. Genauso wie wir den Hinterreifen. Ich glaube, auch wenn wir den nur abgebaut haben, wir müssen den dann wieder aufpumpen. 2% hatte die, nur Mann. So, passt das erstmal schon mal wieder hier. Aufhängung hinten. Kommen die Dings ja wieder mal dazu. Hier hinten war doch jetzt aber per se auch noch ein Kabel. Erstmal die ABS-Pumpe rein. Ah ja, hier. Genau. Ja, gute Bremsschlauch. So, wenn jetzt hier nichts mehr fehlt, kann das wieder drauf. Die Abdeckung hier wieder dran. Ah, jetzt passt das so. Ich glaube, die beiden sind hier hinten im Eimer, ne? 55%. Und genau. Also Dämpfer links und Dämpfer rechts. So gut. Dranbauen. Kann aber erstmal noch hier die Abdeckung wieder dran. Dann diese Motorsteuerung. Inklusive Kabel. Sehr schön. So, einmal dran hier. Schönes Maschinchen, muss man ja wirklich sagen. So, dann haben wir die Rücklichter. So. Was will denn da jetzt? Ach, Reflektor hinten, ne? Wie das auch immer. Reflektor hinten. Ran damit. Na? Ne? Ja. Manchmal ein bisschen sperrig hier, zack, so. Kennzeichen ist auch im Eimer. So, Kennzeichen. Dann braucht man allgemein noch den Sattel oder Sitz. Wunderbar. So, geht das erstmal nach hinten dran. Wunderschön. So, dann kommt der Sitz hier mit drauf. Wunderbar, da kann auch diese. Was sind das hier? Sattelschlauch vorne. Das sind die Teile, die im Allgemeinen gefehlt hatten. So, ja, diese Doppelverzwickung. So, genau. Das auch wieder mit drauf. Ständer und Quickshift-Pedal. Ach, das haben wir geschafft, ne? Muss noch mal kurz hier reingucken.
Nee, 70%. Naja, klasse. Hat uns also leider auch gar nichts gebracht. Die 65%. Nee, Ständer habe ich doch. Habe ich nicht. Ach nee, ich habe Ständer. Genau. Montage. So, dann kommt der Quickshifter ja mit dran. Die 5%, ne, hätten sie uns eigentlich auch schenken können. Also hier kommt noch der Quickshifter, also war ich da schon mal gar nicht so weit weg. So, zack. Vorne kommt dann jetzt noch der Luftkühler mit dran. So, fehlt hier noch irgendwas? Gerade irgendwas hier geleuchtet ist? Ne. Genau, Kühler fehlt noch. Und dann hier oben natürlich alles, ne? Also Anzeigen, Lenkstange und was halt dann noch alles so dazukommt. Kühler. Dann haben wir die Lenkstange. Da fehlt natürlich auch hier der Rest noch. Also sprich Anzeigen. Gibt es noch irgendwas mit Zündschloss? Ne. Jedenfalls aktuell noch nicht. Schauen wir mal. Dann lassen wir die Anzeigen hier oben mit dran. Wunderschön. Kommt die Lenkstange hier mit dran. Dazu kommt natürlich Lenkstange links. Lenkstange rechts. Wunderbar. Dazu kommt noch Bremshebel und Kupplungshebel. Der kommt natürlich auch nochmal dazu. Bremshebel und Kupplungshebel. Und ich glaube, die Verkabelung ist da vorne ja dementsprechend auch noch nicht mehr dabei. Aber wir fügen erstmal das hier hinzu. So. Also doch, das war sogar noch mal dabei. Gut. Spiegel links, Spiegel rechts, Kotflügel vorne. So, Spiegel. Okay. Spiegel rechts. Kotflügel vorne. Genauso wie muss da dann bestimmt noch der Reflektor vorne mit rein, ne? Klar. Ganz klar. So, Kotflügel erstmal dran. Aber das Teil ist halt nicht lackiert. Somit fehlt hier schon wieder die Lackierung. Aber ich kann halt auch einfach nichts lackieren. Also ich wüsste jetzt auf die Schnelle auf jeden Fall nicht wie. Na, davon mal ganz abgesehen. Also erstmal, wir haben jetzt auch hier Teile, was sehr schön ist. Das muss ich mal rüberlöben. Aber lackieren ist halt gesperrt. Und ich kann ja bei den Teilen hier selber Code Flügel vorne. Habe ich ja keine Auswahl. Ne? Also ist das eher schwierig. Also, das sieht mir aus wie eine Lackiererei hier. Ne? Also, irgendwie so, aber habe ich keinen Zugriff drauf. Da leid es mir durch. Ne? Und der Rest ist ja hier genau noch so gesperrt. Also, von daher wird es da erstmal so dabei bleiben. Dass wir die Teile halt einfach nicht lackieren können. So, letztes Mal halt tut. Das Wesen. So, aber Kotflügel vorne, ja. Kotflügel Front fehlt noch. Kommt das natürlich nochmal dazu? Also werden wir wieder per se weniger Geld bekommen. Ach ja, Luftkühler noch. Wunderschön. Erstmal jetzt hier noch die Spiegel dran. Sehr gut. Reflektor ist mit dabei. Sehr gut. Dann kommt hier noch der allgemeine Kühler mit rein. Okay, da habe ich drei. Läuft. Ist das erstmal alles wieder mit angeschlossen? So, jetzt haben wir ja noch Bremshebelschlauch. Auch mit angeschlossen. Bremsbelag hinten, Bremsschlauch, Kotflügel vorne Mitte. Ja, warte mal, die habe ich ja per se einfach nur auseinandergebaut.
Also Bremsbelag hinten und Bremsbelag hinten. Also es ist ja hier nur noch komplett. Warum zeigt er mir, der Dulli mir das auch nicht vorher an? Das hätte uns einiges jetzt wieder ersparen können. Bremspedalschlauch. Bremspedalschlauch. Das hätte uns jetzt wirklich einiges erspart. Weil jetzt muss ich hier hinten die ganze Kacke wieder... wieder abbauen. Nur mal diese Bremse. Aber hey, ich habe doch hinten die Bremsbelag hinten. Bremsbelag hinten auf beiden Seiten. Also da kann er irgendwas nicht erinnern. Weil die waren doch, die waren doch soweit eigentlich in Ordnung. Ja, Bremssattel vorne links, das haut ja auch soweit hin. So, mal mit der Kamera ein bisschen näher hier ran. Oder fehlt es da vorne einfach? Ah ja, Leute. Okay. Ich wollte gerade sagen, da vorne fehlen die zwei. Das, aber Bremsbelag hinten ist sehr verwirrend. Ich hätte jetzt hinten erst alles abgebaut für umsonst. So. Schläuche sind soweit mit dran. Kotflügel, Kotflügel, Kotflügel. Also Kotflügel Mitte links, Mitte rechts und Rad vorne. Aber für dieses Mitte links, Mitte rechts, da habe ich nichts. Das habe ich aber hier, habe ich auch nichts. Okay, gut. Mitte links, Mitte rechts und Rad vorne, genau. Die Suchfunktion ist Tobi, da kann man sich nicht beschweren. Natürlich auch eigentlich alles Teile, die irgendwie lackiert werden müssten. Aber, ja, kannst du machen, kannst du nicht. Ich kann nur noch mal gucken, vielleicht haben wir die Möglichkeit zum Lackieren. Aber das wird sich jetzt, also wenn ich hier drauf drücke, kann ich Montage, Demontage, Service, Diagnose, ist ja klar. Aber jetzt selber die Maschine irgendwo hin zu katapultieren, habe ich halt nicht. Also selbst wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist halt nicht. Ja, und hier rein komme ich halt auch noch nicht. Wird erst später irgendwann freigeschaltet, das Gedönsle, deswegen... Boah. Ich hätte dann gerne mal Zwiebellift 1, vielen Dank. So, machen wir Service. Service, Service, Service. Das dürfte das Motoröl sein, oder? Nee, das ist nicht das Motoröl, sondern das ist die Kette. Die hier irgendwo auch wieder mehr oder weniger unter dieser ganzen Verkleidung jetzt ist, klebt. Was natürlich auch mehr oder weniger suboptimal ist, aber vielleicht kriege ich sie trotzdem dran. Wenn nicht, muss man den ganzen Spaß hier. Mal, müssen wir nochmal kurz abbauen. Dass ich hier an die Kette rankomme. Da wo wir eigentlich ran müssen. Die Kette ist aber auf 100% angeblich. Lel. Was ist doch dieses Kettengelümbe? Technischer Zustand. Hinterrad, hier klar, Vorderrad, Fahrmotor, Brems, Brems. Ah ne, Kette brauchen wir gar nicht. Okay. Gut, überzeugt. Vielleicht baue ich so gleich wieder ab, weil ich doch nochmal irgendwo rankommen muss. Aber gut. Dann machen wir mal die Flüssigkeit, kein Problem. V-Motor. Ist irgendwas mit Wasser? Bremshebel? Hinterrad? V? Nö, auch gar nicht. Rein die Dings, okay. Hat ja gar kein Wasser. Gut, also. Na gut, Brems. Also heißt auch im Umkehrschluss, wir brauchen kein Motoröl. Ich meine, es zeigt es doch nicht an. Wir klicken einfach mal drauf. Doch, Motoröl brauchen wir auch. Doch, V. Ach ja, V-Motor. Ja. Und der Rest ist dann eher wieder so anderes Gedönse, ist aber nicht das Problem. Gut. Dann schaffen wir das ganze Zeug zur Hebelift 1. Dann holen wir uns unseren wunderschönen Kompressor. Zack. Da haben wir erstmal kurz den Kompressor drauf, bevor wir uns dann diese ganze Flüssigkeitsgedönse noch machen.
Dann wäre das eigentlich durch. Wir werden we weniger Geld bekommen für den Auftrag, als wir eigentlich bekommen hätten können. Was halt einfach an der Lackierung liegt. Aber wie sagt man so schön, kannst du machen, kannst du nichts. Na, gehst du bitte in den Service rein, danke. Also im Umkehrschluss kann man einfach nur sagen, ja okay, wir nehmen die Aufträge nicht an und so. Das ist ja auch mehr Blödsinn in meinen Augen. So. Gut. Dann wollen wir mal. Na. Ach, Kamera. Also es gab ein allgemeines Kamera-Update, so per se. Das ist schon ein bisschen angenehmer geworden. Also die buggt jetzt nicht mehr. Was sie ist, buggt, die ist jetzt nicht mehr so ganz unkomfortabel, aber so hundertprozentig geil ist halt auch noch nicht. So. Machen wir hier wieder rein. Bum. Okay, müssen wir das jetzt hier hinten irgendwie noch? Gott. Obwohl wir. Ne, das müssen wir komplett abbauen, ne, den Spittel, das bringt nichts. Das bringt so nichts, das bringt so nichts. Jetzt komme ich. Also, ich kann mich da zwar bestimmt irgendwie durchglitschen, ne, ohne Frage, aber. Das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann machen wir lieber kurz den hier wieder ab. Achso, ja toll, da muss jetzt hier hinten oben alles ab. So. Wo klemmt jetzt hier per se noch? Das haben wir ab. Das hier vielleicht noch? Ne. Warte mal, ich versuche jetzt mal irgendwie mich hier durchzu, aber das kannst du halt komplett knicken, oder? Hi, hi, hi. Nee, nicht das da. Also, diese eure Bremssattel da. Ah ja, danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann hat das doch schon mal so geklappt. Ohne dass wir jetzt hier das halbe Ding wieder abbauen mussten, erfreut mich sehr. Gut, nö, jetzt brauchen wir nur noch hier vorne den Service. Wunderbar. Und somit war das Ding.
Moment. Ja, gut, Lackierung, klar, aber haben wir halt nicht. Was soll ich machen? Erledigt. Ja, weniger Geld bekommen, aber immerhin ein bisschen Geld bekommen. Besser als nichts. Sehr schön. Gut, meine Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst ein Däumchen da und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschüssikowski.